Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ja, wir haben jetzt ein Funkgerät und wir haben rausgefunden, dass unser Vater ein ziemlicher Arsch ist. Das ist ja wohl die Höhe. Mir mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Im eigenen Sohn. Wie bitte? Sie sind Rufus' Vater? Das denkt er wohl, aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuwak war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelnd und schreiend. Er ist ein Haldenbaby. Das ist nicht wahr! Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Da spricht ja genau der Richtige. Bohl, du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Format? Stil? Einen sauberen Anzug? Im Gegensatz zu dir weiß der Captain nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Also, du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreiend, wie das Haldenbaby, das du bist. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst. Aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Dem werde ich sowas von in die Parade fahren. Der wird eine Abreibung kriegen, die sich seit mindestens 3 Tagen nicht gewaschen hat. Ich hab's befürchtet. Ich habe es wirklich befürchtet. Sieh geil, du. Kann ich jetzt mit denen überhaupt eigentlich quatschen? Ich werde Goal schon zeigen, wer der wahre Gentleman ist. Und wenn ich diesem Verräter dafür die Fresse polieren muss. Ich werde Goal schon zeigen. Und wenn ich... Quatsch mal nochmal. Rufus, wir wollen hier in Ruhe essen. Kannst du das nicht einfach akzeptieren? Aber nein. Du hast die Lady gehört. Das finde ich mit Sieger spreche, wahrscheinlich nur gleiche Dialog. Rufus, wir wollen hier in Ruhe essen. Kannst du das nicht... Aber... Rufus, du hast die... Entschuldigung. Einen Augenblick, bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Für mich erstmal gar nichts. Ah. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren Astidur. Ja, ich glaube auch, dass er wiederkommt. Ein guter Service. Das denke ich auch, ja. Es muss doch irgendwie möglich sein. Vielleicht kriege ich Seagull ja irgendwie auf diese ominöse Falltür. Wo auch immer sie ist. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem riecht nach Schnabeltier. Irr. Willst keine Bissspuren, du im Zwieback? Nimm kein Schnabeltier zum Biwak. Ja. Willkommen nochmal. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Oder so. Kriegen wir das denn jetzt... Vielleicht doch nochmal zu Crane? Klopf, klopf. Du schon. Mach's gut. Genau, lass. Ich habe jetzt mal den Dialog einfach übersprungen, weil wir den schon gefühlt 12 Zillionen Mal gehört haben. Das ist doch jetzt schon wieder echt zum Mäusemelken. Wo kriegen wir das denn jetzt am besten hin? Ich nach Klein Venedig. Hallo Gondoliero. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Wer weiß, was die da machen. Hm.
Diese Idee ist ein echter Rohrkrepierer. Okay. Hier haben wir... Gehen wir doch einfach mal zu Docs Werkstatt. Ich frage mich ernsthaft, warum die Farbbombe immer noch auswählbar ist. Oder überhaupt generell machbar ist. Vielleicht einfach nur des Spaßes wegen. Hey Doc, ich habe ein Funkgerät für dich. Hast du zufällig eine Idee, was ich hiermit anstellen könnte? Was treibst du da draußen eigentlich? Du solltest doch lediglich die drei Goals zu einer weiteren Operation überreden. Bin ja dabei. Aber dazu muss ich dieses Objekt hier einsetzen, das ich irgendwo gefunden habe. Diese Herangehensweise scheint mir irgendwie fragwürdig. Sei nicht so naiv. So laufen die Dinge nun mal. Ja. Vollkommen richtig. Okay, Scherber kann und wird mir Doc hier auch nicht helfen können, wollen, sollen. Ist ja schon gut. Lasst mich mal überlegen. Wo könnten wir denn jetzt am besten... Apotheker? Ich gebe immer das Funkgerät. Haben Sie zufällig Interesse an überteuertem medizinischem Equipment? Darf ich mal tasten? Was ist das denn? Schleppen Sie diesen Müll etwa die ganze Zeit mit sich rum? Natürlich nicht. Mein Assistent tut das. Hallo? Okay. Ja. Mal kurz auf die Garde gucken. Vielleicht können wir ja beim Doc unseren Anglerfreund dazu überreden, irgendwelchen Blödsinn zu sagen. Huhu nochmal! Verschwinde! Hey, ich bin ein Anglerkollege. Schon vergessen? Mag ja sein, dass du angeln kannst, aber Pech bringst du immer noch. Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Also halte bitte etwas Abstand, ja? Aber... Kusch! Oder ich versuch's einfach direkt bei Crane. Meine, von ihm habe ich das Funkgerät, ja. Reib es mir doch bitte nicht auch noch unter die Nase. Nehme es einfach und verschwinde. Gut. Ja, Glatzmaster, ist das zum Spielen? Er hat eine Harke, er hat Laub. Er sollte wunschlos glücklich sein. Ich kann uns ja jemand im Rebellenversteck helfen. Hier ist ein Funkgerät. Ich kann ihn auch noch später in die Details einweihen. Okay. Zeig es am besten gleich Janosch. Er wird dann schon wissen, was nicht zu tun ist. Was nicht zu tun ist? Das war doch wohl hoffentlich ein Versprecher. Keineswegs. Janosch meint, dass wir dem Organon mehr Schaden zufügen können, indem wir Dinge bleiben lassen. Wir sprechen uns zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit für ihre Ziele aus. Wir beliefern sie weder mit Waffen noch mit Schmalzgebäck. Und wir schicken kein Geld an ihren Förderverein. Wow. Amtmann Argus wird toben. Mindestens. Wenn du etwas vorzubringen hast, dann wende dich damit an Janosch. Er trifft hier die Entscheidungen. Den Krümeln in seinem Bart nachzuurteilen, hat er schon Probleme damit, den eigenen Mund zu treffen. Hm. Was hat er denn zuletzt entschieden? Tja, lass mich nachdenken. Ah, ich weiß, es war letzten Monat, als das Popcorn alle war. Da hat er den Zauberer-Bingo-Hörspielabend verschoben, um stattdessen Grabbelpot zu spielen. Der Organon wird gezittert haben. Mindestens. Okay. Ich glaube, die können mir auch nicht weiterhelfen. Im Hafen. Vielleicht irgendjemand in der Spelunke. Zum Beispiel Nord. Vielleicht kann mir ja Nord helfen. Das zeige ich ihm lieber nicht. Am Ende will er noch, dass ich meine Beute mit ihm teile. Okay. Vielleicht der Jukebox-Zwerg.
Lass mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. Mindestens. Ein dreifaches Hi-Ho auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Ja, Gulliver, was sagst du dazu? Kennst du jemanden, der sich mit sowas hier auskennt? Keine Ahnung. Mit Schrott kennt sich hier eigentlich jeder gleich gut aus. Das ist doch kein Schrott. Deine Mutter ist Schrott. Hat zwar immer noch den Zucker, aber ich könnte ja mal hier vorsprechen. Das zeige ich ihm lieber nicht. Am Ende will er noch, dass ich meine Beute mit ihm teile. Donner! Hey, Donner! Ich hätte da was für dich. Ich sagte, hätte, Konjunktiv. Hey, Donner! Ich hätte da was für dich. Dann eben nicht. Hey, Donner! Ich hätte da was für dich. Aha, verstehe. Hallo, Kletus? Mist, er geht nicht mehr ran. Ich kann aber auch so noch hier zur Brücke gehen, aber... Hä? Wofür habe ich denn jetzt das Pling bekommen? Das ist alles so unübersichtlich hier drauf. Das ist ja schlimm, ist das. Das ist ja mal richtig schlimm. Ich würde ja gern auch mal wieder die komischen, in Anführungszeichen, Hilfen ausblenden. Ja. Das meiste von Hebbe schon getan. Ja, ich sollte das wirklich lassen. Das ist... Da ist die Katze. Ich könnte auch vielleicht... Das ist zumindest eine vage Vermutung. Au. Oh! Eine Gadget ist bestellt worden. Ja. Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Schön. Aber... Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Ja, das ist schon ein bisschen blöd. Hallo? Papst? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Sof. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst. Wie schon damals. Aber wenn der Olle recht hat, dass wir wirklich nicht sein eigener Sohn sind, sondern dass er uns auf dem Müllhaufen gefunden hat. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Nur einen ausgefeilten Racheplan. Ja. Und wie der aussieht, das müssen wir noch rausfinden. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Ja, das bist du. Nochmal zum Waffenladen. Ich meine, wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten hier, aber... Ich will die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus... Verdammt, irgendwie. Ich will auch gar nicht wissen, warum die mich nicht hören. Gehen wir mal zum Marktplatz.
wie und wo und vor allem warum, also warum nicht, aber wie weit könnte ich das denn hin? Diese Idee ist ein echter Rohrkrepierer. Nee. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Ma. Zwischen uns hatte es bereits gefunkt, bis dieser Verräter kam. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Nur einen Ausgang. Dafür brauche ich nur ein. Das versuche ich. Meine Sachen riechen schon genug. Dafür brauche ich nur ein. Dafür brauche ich nur ein. Dafür brauche ich nur ein. Dafür brauche ich kein. Nur. Dafür brauche ich keine. Nur ein. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum? Es ist ja nicht. Verzeiht, dass ich so still bin, aber ich denke gerade extrem darüber nach, was man hier machen könnte. Beziehungsweise, wie man es machen könnte. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja, reingreifen. Warum eigentlich? Ja, großes Kutter. Immer noch nichts zu tun gibt. Nein, ich muss das nicht tun. Ich bin besser als diese deponianischen Müllwühler. Ich kann. Ich muss. Habe ich jetzt irgendwas rausgegriffen? Nö, habe ich nicht. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer. Weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Ich hab das Gefühl, dass ich hier irgendwann auch nochmal ein Minispiel rausgekriegt habe. Ich kann nicht hier weg. Nicht ohne Goal. Na. Das sind wieder so Momente, wo ich mir denke, ja, nein. Mit wem kann ich denn bitteschön noch quatschen? Um mir eventuell hierbei zu helfen. Vielleicht mit dem Schnabeltier mal? Ey! Psst! Du kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja, eines meiner Schnabeltier-Gedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Oh yeah. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltierromantik oder Menschenromantik? Es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht zu Ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie mein? Das Gedicht. Na los, das war der Einsatz. Da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Du siehst aus wie ein Schnabeltier? Oh. Bah! Geht's? Was? Hey, warte! Ich... Du hattest recht, Rufus. Segel ist ein Idiot. Es war sehr nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Was? Ich
muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Zerebralpygmäe. Nur ohne Streifen. Und was steht als nächstes auf der Agenda? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich so viel klarer ohne meine rüpelhafte und blauäugige Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, drei Goals zu daten. Und diese Information hältst du warum genau für einen adäquaten Gesprächsbeitrag? Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Lass uns lieber mit der Operation beginnen. Gib mir die Datasetten, ich gehe schon mal vor. Triff mich in Docs Labor. Okay. See you later, Alligator. Sie steht auf mich.